Der Charakter des Korbverlags in Rottenburg ist schwierig zu bestimmen. Das liegt auch an der Bandbreite der Bücher, die im Korbverlag erscheinen. Die Bücher des Korbverlages sind irgendwo zwischen UFOs, Komplotttheorien, Sensationismus, Rechtspopulismus und Revisionismus angesiedelt. Schwerpunkte des Korbverlages sind dabei Verschwörungsmythen. Die Ursprünge des Korbverlages. Der Korbverlag wurde 1993 als UFO-Verlag bzw. Verlag zu dem Blatt UFO-Kurier gegründet. Der Gründer und heutige Geschäftsführer Jochen Kopp aus Wurmlingen, Jahrgang 1966, ist bekennender Ufologe. Seit 1996 ist der Korbverlag in Rottenburg ansässig und als Einzelgesellschaft registriert, was den ehemaligen Polizisten Jochen Kopp zum Alleineigentümer macht. Schon länger gerät der Korbverlag immer wieder in die Kritik, weil er über eine rechte Schlagseite verfügt. Der österreichische Sekten- und Esoterik-Experte und Autor, Roman Schwedlenka, schreibt: Zitat: So befinden sich im Versand des UFO-Kuriers, Deutschlands monatlich erscheinendem UFO-Magazin, auch rechtsextreme UFO-Literatur bis hin zu einem Autor vom Schlag eines Werdenberg, der seine Endzeit-Prophezeiungen mit der Neugeburt eines großdeutschen Reiches verknüpft. Zitat Ende. Der Korbverlag ist nicht nur ein Verlag, sondern auch ein Buchversand für in anderen Verlagen erschienene Bücher. Im Sortiment des Korbverlages finden sich auch Bücher des antisemitischen Dr. Rüke Gerd Hamer, oder Bücher aus dem in Tübingen ansässigen extrem rechten Grabert Verlag. Themengebiete des Verlages sind unter anderem germanische Mythologie, Verschwörungsliteratur, Esoterik, Geheimbünde, Prophezeiungen und ähnliches. Der Korbverlag bietet auch sonst Werke von extrem rechten Autoren und Verlagen an. Zum Beispiel Johannes Rothkranz und sein Profidekatholika Verlagsprogramm, Bücher von Jan van Helsing, dessen richtiger Name Jan Udo Hulley lautet. Geboten werden auch Bücher vom rechtsextremen Hohenrhein Verlag. Dazwischen findet sich auch normale Lesekost. Seit 2009 verfügt der Korbverlag wieder über ein eigenes Magazin, Korb-Exklusiv, das wöchentlich erscheint. Die Zeitschrift Korb-Exklusiv kann als indirekter Nachfolgeblatt des ehemaligen UFO-Kuriers gesehen werden, einer Abonnementszeitschrift, die von 1994 bis 1999 erschien. Redaktion: Jochen Kopp, Andreas von Rethüri, Thomas Mehner. Ein Jahresabonnement, 52 Ausgaben, kostet 250 Euro. Chefredakteur von Korbexklusiv ist Udo Ulf Kotte. Der Korbverlag verfügt auch über eine eigene Videoreihe. Besonders Videos, mit denen man in Deutschland augenscheinlich rechte Adressaten thematisch ansprechen will, werden vom Korbverlag auch aufgekauft. Im Jahr 2011 erwarb der Korbverlag beispielsweise die Rechte an der Dokumentation Sowjetstory, in der der Nationalsozialismus mit dem Sowjetkommunismus gleichgesetzt wird. Die Korb-DVD-Sendung Unzensiert von Michael Friedrich Vogt ist eine zweimonatlich erscheinende DVD-Sendung. Als Moderator und Interviewer ist Michael Friedrich Vogt aus Elbingen, Jahrgang 1953, ebenfalls an weiteren Korb-Videos beteiligt. Vogt ist aber bereits vorher aufgefallen. Seit 1972 ist er Mitglied der extrem rechten Burschenschaft Danubia in München und seit 1979 war er Mitglied der extrem rechten Hochschulgruppe Ring Freiheitlicher Studenten. Ab dem 1. Juni 2010 gab es von Montag bis Freitag die online ausgestrahlten Korb-Nachrichten mit Eva Herrmann und Roland Kieber als Sprecher. Das Ganze war ästhetisch stark an der Tagesschau orientiert. Inhaltlich ging es um eine Mischung aus Verschwörungsmythen, antilinker Hetze und plumpen Rassismus. Der Korbverlag kooperierte im Jahre 2008 für ein Werbeprospekt mit dem extrem rechten Traditionsunternehmen Klosterhaus Versandbuchhandlung und Klosterhaus Verlag aus Walsburg-Lippolsberg, Hessen. Kernbestand des Klosterhaus Verlages sind die Werke des Autors Hans Grimm, der zum Beispiel Verfasser des berüchtigten Opus
Volk ohne Raum war. Auch andere extreme Rechte wie die Nationalzeitung empfehlen Bücher aus dem Kopp-Verlag. Der Kopp-Verlag weiß sehr wohl um sein rechtslastiges Kundenklientel und bewirbt seine Werke daher auch in extrem rechten Publikationen wie der Jungen Freiheit oder Eigentümlich frei. Hier wird die Lektüre aus dem Kopp-Verlag im Gegenzug auch sehr wohlwollend rezensiert. Der Kopp-Verlag platziert seine Werbung sowohl in extrem rechten als auch in Publikationen der Mitte. Um für sich zu werben, tritt der Kopp-Verlag auch als Sponsor auf. Beispielsweise ist er offizieller Sponsor der bekannten Bundesliga-Volleyballmannschaft TV Rottenburg, die in der Bundesliga spielt. Udo Ulfkotte, einer der Bestseller-Autoren im Kopp-Verlag, war ursprünglich ein etablierter Konservativer. Doch Ulfkotte wandte sich im Laufe der Zeit immer mehr der extremen Rechten zu. Er versuchte zusammen mit dem Vlaams-Belang am 11. September 2007 in Brüssel eine Anti-Islam-Demonstration abzuhalten. Er trat oft für konservative bis extrem rechte Gruppen als Referent auf. Heute schreibt er auch für das Rechtsaußenblatt Junge Freiheit, das rechtspopulistische Magazin Schweizer Zeit und regelmäßig Online-Artikel für den Kopp-Verlag. Er ist zudem Redakteur des ultrakatholischen Magazins Komma. Hier einige rassistische Aussagen von Ulfkotte, die direkt von der NPD stammen könnten. Erstes Zitat: Denn auch die neuesten Zuchtversuche einer neuen Menschenrasse des Multikulti-Primaten führen geradewegs in den Untergang. Das schlimmste Ergebnis des Multikulti-Primatenzucht sind immer mehr multikriminelle Primaten, die immer brutaler Unruhe in die Bevölkerung bringen. Zitat Ende. Zweites Zitat: In Zeiten wirtschaftlicher Not müssen wir uns ein Vorbild an jenen EU-Staaten nehmen, die ihre Arbeitsplätze zunächst einmal mit ethnischen Bürgern des eigenen Landes besetzen und Gastarbeiter wieder nach Hause schicken. Zitat Ende. Drittes Zitat: Die arbeitslosen Migranten müssen endlich das Land verlassen. Für diese Aufgabe benötigen wir Rückführungsbeauftragte, da die sogenannten Integrationsbeauftragten kläglich versagt haben. Sie gehören nicht zu uns. Für sie heißt es künftig: Wer hier nur durch Abkassieren aufgefallen ist, der wird vor den Bollwerken des Abendlandes abgesetzt. Zitat Ende. Das waren alles Zitate aus Ulfkottes Büchern, die im Kopp-Verlag erschienen sind. Ulfkottes vulgär-rassistischen Analysen und ebenso simplen rassistischen Lösungen scheinen sich gut für die Boulevardzeitungen und Fernsehdebatten zu ereignen. Deshalb darf er immer wieder in den Medien auftreten. In den Augen rechter Angstmacher sind bestimmte Bevölkerungsgruppen per se Störenfriede. Sozial vernachlässigte Stadtteile mit einem hohen Anteil an Migranten gelten ihnen als gefährliche Unruheherde. Unpolitische Kriminalität, soziale Konflikte und Unruhen werden von Rechten konsequent ethnisiert. Die mörderische Konsequenz dieser Weltanschauung zeigte sich bei dem Attentäter in Norwegen. Der rechte Massenmörder Anders Behring Breivik wähnte sich selbst in einem Abwehrkampf gegen Linke und Muslime, für ihn war die Angstfantasie vom Vorbürgerkrieg Realität geworden. Islamfeinde wie Breivik wähnen sich in ihren Gedanken und Internetforen schon lang in einem Krieg. In der Neonazi-Szene gibt es die Vorstellung von einem kommenden ethnischen Bürgerkrieg schon länger. Sie sprachen oder sprechen aber lieber vom kommenden, heiligen Rassenkrieg. Ein Teil der traditionellen Rechten hat aber inzwischen die neurechte Vokabel vom Vorbürgerkrieg adaptiert, so zum Beispiel die NPD. Der Kopp-Verlag darf als geistiger Brandstifter gelten, wenn er Bücher wie Vorsicht Bürgerkrieg von Ulfkotte herausgibt. Kommen wir zur bekanntesten, deutschsprachigen Antifeministin Eva Herrmann, die vermutlich prominenteste Autorin des Kopp-Verlages. Herrmann verfasste 2006 den reaktionären Bestseller Das Eva-Prinzip, in dem sie die Probleme der Vereinbarkeit von Beruf und traditioneller Mutterrolle dem Feminismus und der durch diesen erkämpften Teilemanzipation anlastet. Als Lösung fordert die damalige Nachrichtensprecherin ein Zurück zu der traditionellen Rolle der Frau im Patriarchat in Heim und Herd.
Durch ihre Würdigung der nationalsozialistischen Familienpolitik brachte Herrmann 2007 endgültig das Fass zum Überlaufen und überwarf sich mit ihrem bisherigen ARD-Arbeitgeber. Einer Reporterin des Hamburger Abendblatts zufolge sagte die Fernsehmoderatorin, im Dritten Reich sei vieles sehr schlecht gewesen, zum Beispiel Adolf Hitler. Dann fügte sie hinzu, aber einiges auch sehr gut, zum Beispiel die Wertschätzung der Mutter. In üblicher, rechter Manier machte Herrmann die 68er für alles verantwortlich. Ihre Hinwendung nach rechts außen dokumentiert Herrmann auch durch ihre Referententätigkeit. So wollte sie im März 2007 im Freiheitlichen Parlamentsklub, FPÖ-Fraktion, referieren, sagte aber nach Kritik vom NDR ab. Zur Feder griff Herrmann auch für das katholische Kampfblatt, die extrem rechte Wochenzeitung Junge Freiheit und das Magazin Kopp exklusiv. Im Kopp-Verlag erschien im Jahr 2010 auch das Buch Die Wahrheit und ihr Preis, das in der Bild-Zeitung vorab gedruckt wurde. Zu ihrer Tätigkeit für den Kopp-Verlag meinte Eva Herrmann, ich fühle mich in dieser Gesellschaft sehr wohl. Bei vielen heute sogenannten Verschwörungstheorien steckt mehr Wahrheit dahinter, als man es glaubt. Kommen wir zur Darstellung der Linken im Kopp-Verlag. Die Linke wird als Feindbild hingestellt. Mit der Die 68er-Bewegung begann alles. So werden beispielsweise die Grünen von Kopp-Autoren als eine Art linksextreme Partei dargestellt. Dadurch scheint es, als ob den 68ern ihr Marsch durch die Institutionen gelungen wäre. In Wahrheit veränderten die Institutionen die 68er viel stärker als andersherum. Die Grünen sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nicht die Union und die FDP führten Deutschland in die ersten zwei Kriege, Kosovo-Krieg 1999, Afghanistan-Krieg 2002, nach 1945, sondern die SPD und ihr grüner Juniorpartner. Da auf rechter Seite das Bedürfnis zu bestehen scheint, die Umbrüche und Veränderungen der Spät- und Postmoderne einer bestimmten Personengruppe anzulasten, kommt es zu einer maßlosen Überschätzung des Einflusses der 68er-Generation mit deutlich verschwörungstheoretischen Zügen. So auch im Buch des Antifeministen Thorsten Mann. Rote Lügen in grünem Gewand. Der kommunistische Hintergrund der Ökobewegung, welches im Jahre 2005 im Kopp-Verlag erschienen ist. Verschwörungsmythen sind das Kerngeschäft des Kopp-Verlages. Die meisten der Kopp-Bücher, aber auch die Kopp-Nachrichten oder die Online-Artikel beinhalten Verschwörungsfantasien. Dabei wird von den Autoren behauptet, im Besitz der Wahrheit zu sein, die im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung alles erklären könne. Verschwörungsdenken kann gefährlich sein, wie die Geschichte beweist. Denn mit Hitler und seinen Anhängern sind im Jahre 1933 Personen an die Macht gekommen, die fest an eine jüdische Weltverschwörung glaubten. Einige mögen nun einwenden, dass es schon tatsächliche und echte Verschwörungen gegeben hat, die auch bewiesen werden konnten. Aber zwischen realen Verschwörungen und Verschwörungsmythen gibt es einige grundlegende Unterschiede. So waren die realen Verschwörungen immer beweisbar. Bei Verschwörungsmythen hingegen findet die Authentifizierung durch ständige Wiederholung und Abwertung und Ignoranz von Gegenbeweisen statt. Hinter echten Verschwörungen steckten auch immer real existierende Personen, mit aus ihrer Perspektive nachvollziehbaren Gründen. Die Verantwortlichen handelten auch nie im Auftrag einer bestimmten ethnischen oder religiösen Bevölkerungsgruppe und nie waren die aufgedeckten Verschwörungen global angelegt, beispielsweise um die Weltherrschaft zu erringen. Viele der Kopp-Werke oder der beim Kopp-Verlag angebotenen Bücher sind tendenziell oder sogar grundsätzlich antisemitisch, wie zum Beispiel die Werke des Autors Van Helsing, Pseudonym für Udo Holly, die zwar nicht bei Kopp erschienen, aber von seinem Versand angeboten werden. Van Helsing schreibt von einer Verschwörung von 12 reichen Juden und greift damit die berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion auf. Sehr häufig geht der Antisemitismus einher mit diversen Verschwörungstheorien, die dann in der Mehr von der jüdischen Weltverschwörung zusammengefasst werden. Da Verschwörungstheorien eine Spezialität des Kopp-Verlages sind,
wundert es kaum, dass viele der dort publizierten Verschwörungsmythen deutliche Anklänge an die jüdische Weltverschwörung aufweisen. Häufig tauchen im Verschwörungsantisemitismus nach 1945 Begriffe wie Jude oder Jüdisch nicht auf, da ein allzu offener Antisemitismus nach Auschwitz diskreditiert ist. Ein Beispiel wären Verschwörungsmythen, die der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild Macht und Einfluss in einzigartigem Umfang zusprechen. Die Rothschilds dienen dabei als absolute Personifizierung des Kapitals. Im Glauben an eine jüdische Weltverschwörung spielen die Rothschilds seit langem eine wichtige Rolle. Die Rothschild-Familie ist seit langem das Ziel von Karikaturen, Polemiken, Hetzkampagnen und Verschwörungsmythen, die sich häufig durch einen offenen und verdeckten Antisemitismus kennzeichnen. Auch die Hitler-Faschisten verarbeiteten dieses Thema in dem NS-Propagandafilm Die Rothschilds aus dem Jahr 1940 und in dem berüchtigten Film Der ewige Jude. In der Realität sind die Besitzungen der Rothschilds zwar groß und ihre Bank ist eine der größeren, aber im Kapitalismus gibt es keinen Alleinmonopolisten. Die Rothschilds sind nicht allmächtig. Viele Verschwörungstheorien sind mehr oder weniger offen antisemitisch. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion stellen sicherlich eine der radikalsten Arten des Verschwörungsantisemitismus dar. Die Protokolle behaupten, dass Juden alle Regierungen unterwandern würden, und machen sie für die Französische Revolution, den Liberalismus, den Sozialismus und den Kommunismus verantwortlich. Die Protokolle sind nachweislich eine Fälschung des russisch-zaristischen Geheimdienstes. Sowohl der NSDAP-Vordenker Alfred Rosenberg, als auch Hitler bezogen sich zustimmend auf die Protokolle. Ab 1929 gehörten die Vermarktungsrechte an dem Buch der NSDAP, die etwa 40 Auflagen der Protokolle herausbrachte. Der nationalsozialistische Wahn von einer jüdischen Weltverschwörung führte zum Tod von Millionen von Menschen. Die Ursprünge des Korb-Verlages liegen in seiner Geschichte als UFO, Fachverlag, ein Segment, das er bis heute bedient. Die UFO-Berichte werden dabei häufig mit spirituellen Lehren und esoterischen Heilsversprechungen verbunden. Es entstand eine eigene Richtung des Okkultismus, die meist als esoterische Ufologie bezeichnet wird. Zwar decken offener Neonazismus oder antisemitische Verschwörungsliteratur nur eine Minderheit der esoterischen Bewegung ab, doch politisiert sich die Esoterik immer mehr nach rechts. Das geschieht nicht grundlos. Mit Irrationalismus, Karma-Glauben, Rassismus, Gurus und dogmatische Heilslehren als zentralen Bestandteil des esoterischen Glaubens ist sie anfällig für autoritäre und extrem rechte Ideologien. Der Korb-Verlag bedient auch das Segment einer arischen Esoterik und Nazi-Ufologie. In der Esoterik existiert ein großer brauner Flügel, der sich unter anderem in einer religiösen Überhöhung Hitlers und des Dritten Reichs äußert. Eine Variante dieser braunen Esoterik ist eine stark okkulte Verschwörungstheorie, wonach die Nazis den Alliierten technisch weit überlegen waren. Die Nazis flohen demnach per U-Boot und Reichsflugscheiben, eine Art Nazi-UFO, an den Südpol. Von hier aus würden Hitler und Kompagnon die Welt infiltrieren und bereiten ihre Rückkehr vor. So wird die Niederlage der Nazis von braunen Esoterikern de facto für ungültig erklärt bzw. eine baldige zweite Runde nicht befürchtet, sondern geradezu erwartet. Dass Esoterik häufig rechtslastig ist, ist nichts wirklich Neues. Bereits in seinem 1995 erschienenen Buch Normalisierung von Rechts, Biopolitik und Neue Rechte, Hamburg 1995, Seite 84, vermerkte der Autor Udo Ziak, eine Analyse von 367 esoterischen Gruppen ergab, dass 46 von ihnen entweder selbst rechtsextrem waren oder einem ariosophischen Weltbild anhingen. Ein Beispiel für derlei Quatsch mit brauner Soße im Korb-Verlag wäre das 2005 erschienene Buch Flugscheiben über Neuschwabenland, die Wahrheit über Vril, Hornibuhr und die Templererbengemeinschaft von Karl Heinz Zunek und Heiner Gehring, dem ehemaligen Herausgeber des rechtsökologischen Blättchen Volk und Land,
Rundbrief für ökologische Patrioten. In ihrer Bandbreite sammeln sich unter den COP-Autoren auch recht gegensätzlich ausgerichtete Personen. Beispielsweise der Queer-Frontmann Jürgen Elsässer und Udo Ulfkotte, der nicht müde wird, vor einer angeblichen Islamisierung Europas zu warnen und versucht, das christliche Abendland dagegen zu mobilisieren. Die Autoren des COP-Verlages fallen nicht selten durch ihre Verbindungen zur extremen Rechten auf. Neben diesen Verstrickungen spricht auch der Inhalt der Bücher und Texte häufig für sich. So ist Bruno Bandulet, Jahrgang 1942, aus Bad Kissingen, dessen Buch Das geheime Wissen der Goldanleger, 2007 im COP-Verlag erschien, seit 1995 Herausgeber des politischen Hintergrunddienstes der Deutschlandbrief, dem ehemaligen Organ der extrem rechten Partei Bund Freier Bürger, und verfasste bereits Artikel für die Junge Freiheit, die Deutsche Militärzeitschrift und Eigentümlich frei. Der mehrfache COP-Buchautor F. William Engdahl aus den USA bewegt sich offenbar im Umfeld rechtslastiger Sekten. Für Zeitfragen, das ehemalige Organ des Vereins zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis, der von Kritikern als ultrakonservative Psychosekte beschrieben wird, verfasste Engdahl ebenso Beiträge, wie für die Zeitung Neue Solidarität, welche zur Politsekte, Bürgerrechtsbewegung Solidarität gehört. Guido Grant verfasste 2007 für den COP-Verlag ein Buch gegen Freimaurer. Auch sein Bruder Michael Grant ist COP-Autor. Michael Grant referierte am 9. Oktober 2010 auf der Frankfurter Buchmesse für die extrem rechte Wochenzeitung Junge Freiheit zum Thema Staatsbankrott, Folgen für den EU-Haushalt. Er hetzt auch in Artikeln wie »Hartz IV zahlt mein Bier« gegen bedürftige Menschen. COP-Autoren publizierten auch in anderen rechten Verlagen. So publizierte Friedrich Georg auch im Amon Verlag und im extrem rechten Grabert Verlag. Daneben schreibt er auch für das ex-DVU-Blatt Deutsche Nationalzeitung. Der Vortrag Islam, Religion oder politische Ideologie von Karl Albrecht Schachtschneider erschien in der COP-DVD-Reihe. Schachtschneider war Experte der sächsischen NPD-Fraktion bei einer Expertenanhörung zur Grundgesetzkompatibilität des EU-Verfassungsvertrages im Januar 2005 im Sächsischen Landtag. Mitte der 1990er war er selbst zeitweilig stellvertretender Bundesvorsitzender der rechten Kleinpartei Bund Freier Bürger. Auch sonst ist er gern in rechten Kreisen unterwegs. Neben Online-Beiträgen publizierte der Journalist und Verschwörungstheoretiker Gerhard Wisnuschi für den COP-Verlag das Buch Jörg Haider: Unfall, Mord oder Attentat. Das Buch geriet inhaltlich zur Lobeshymne auf den Rechtspopulisten Haider. Es ist sehr aussagekräftig, wenn die COP-News auf Neonazi-Online-Portalen wie Alter Media regelmäßig verlinkt werden oder Bücher aus dem COP-Verlag positiv in extrem rechten Blättern besprochen werden. Im Gegensatz zu diesen braunen Blättern oder Nazi-News-Portalen stößt der COP-Verlag in der Öffentlichkeit aber kaum auf Kritik. COP wird höchstens als seltsam oder obskur wahrgenommen. Somit scheint es für namenhafte Magazine auch kein Problem zu sein, Anzeigen vom COP-Verlag anzunehmen oder, wie die Bild bei Eva Hermann, gleich lange Auszüge von COP-Büchern abzudrucken. Im Gegensatz zu eindeutig neonazistischen Verlagen, die meist isoliert und auch sehr klein sind, gelingt es dem COP-Verlag als rechtsesoterischen Verlag, mehrere Hunderttausende von Menschen mit frauenfeindlicher und rassistischer Hetze und reaktionärer Irreführung in Buch- und Online-Format zu erreichen. Damit ist der COP-Verlag gefährlicher als der in der Nachbarstadt Tübingen beheimatete extrem rechte Grabert-Verlag einzustufen. Der COP-Verlag wäre aber kein erfolgreicher Verlag, wenn er mit seinen Büchern, Artikeln und Online-Nachrichten nicht auf starken Zuspruch stoßen würde. Offenbar ist in der Gesellschaft ein starker Bedarf nach solchen Erklärungen, wie sie im COP-Verlag publiziert werden, vorhanden. Um letztlich einen nachhaltigen Erfolg gegen Verlage wie den COP-Verlag zu erzielen, müssen daher die Feindseligkeiten, Voreingenommenheiten und verkürzten Analysen schon in ihrem Aufkommen verhindert werden.
Dazu muss ihre Entstehung analysiert und die Entstehungsbedingungen beseitigt werden.